Du benötigst meine Dienstagspflegerin? Sehr gern. Wenn du mich besiegst, teile ich dein Pokémon-Team. Okay, mach doch. Hab ich nichts gegen. Helga! Auch von dir, dass ich mich doch gerne verarzten. Ich meine, meine Pokémon. Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen, bitte. Schnüffler! Wundersaat hattest du gar nicht. Ich gehe jetzt nämlich zu Josh. Josh brennt, also nehme ich Josh. Denn nur ein brennender Vogel ist ein glücklicher Vogel. Jetzt habe ich voll Hunger auf so ein halbes Hähnchen. Oh, morgen ist noch nicht Donnerstag. Ich muss an einem Donnerstag hingehen. Dann gibt es bei uns nämlich die halben Hähnchen bei Edeka. Schmeichler. What? Spezialangriff. Und ich bin verwirrt. Oh ja, Verbrennung und verwirrt. Bitte. Bitte. Josh, bitte. Josh. Josh. Really? Echt jetzt? Echt jetzt? Psychoschock, komm. Stirb, Josh. Stirb. 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 Oh. Oh, stirb, Josh. Stirb. Stirb. Jo, Josh ist tot. Bam. Ich hab Bock auf Tobi. Keine Ahnung, was dagegen effektiv ist. I don't know. Vielleicht einfach Steinhagel. Steine sind immer effektiv. Einfach Steine drauf. Ja, Steine. Wie gesagt, Steine sind immer gut. Ja. Marmolida. Ja, Pokémon wechseln, weil ich wieder mit Alex kämpfen, mit Alex bald Level Up hat und dann kann es sich entwickeln. Ja. Mein Level 6 oder was 38. Ach, das war ein Fisch. Ein sehr hässlicher Fisch. Durchbruch. Schutzschild. Ja. Oh, hätte ich jetzt Turmkick eingesetzt, ne? Oh, das wäre hart gewesen. Das wäre schlimm. Habe ich aus dem Glück nicht. Warum ist der Fisch geschminkt? Und wieso? Willst du mich... Warum ist das sehr effektiv? Josh ist tot. Jan, bitte. Tu was gegen dieses weibliche Viech. Es ist pink und hässlich und... Es ist... Hallo, hörst du mal auf? Hallo, hör mal auf. Und es ist einfach kacke und ich mag es nicht. Danke. So, down! Den Fisch habe ich noch nie gesehen. Ich kann mich auch gar nicht an den erinnern. Ernsthaft? Also bitte, dein Pokémon-Team ist doch putzmunter. Ja, jetzt, weil es gegen dich gekämpft hat. Nein, versprochen, ist versprochen. Hier, es wird dein Pokémon-Team gut tun. Was gibst du mir gerade? Oder was gibst du denen gerade? Sind das Drogen? Ist es nicht toll, dass alle Menschen und die Pokémon ihre ganz persönlichen Stärken haben? Meine Stärke ist das Heilen von Pokémon. Ja, kämpfen kannst du nämlich nicht. Oh, sorry, das war fies. Wollte ich nicht. Hallo, du bist ein Ass-Trainer. Woher der Turm des Himmels, wo sein Namen hat? Ach, ist dir eigentlich unwichtig. Lass uns lieber eine Runde kämpfen. Okay, heißt es vielleicht ein Voltilam oder so? Ich finde Voltilams voll süß und flauschig. Oder ein Enton. Ich mag dir ein Pokémon. Was hast denn du? Koji. Koji. Muss ich gerade an Turadora denken, an Ryuchi. Ich könnte dann übersprechen. Genau so heißt es. Ist ja auch unwichtig. Denn ich setze es nämlich Alex ein. Weil Alex ist gegen dieser Bisbug. Ich bin so lustig, dass es Bisbug. Oh Gott, heißt mal. Bitte versteht es, bitte. Guckt es euch an und Bisbug. Bitte, es ist lustig. Das finde ich wiederum nicht lustig. Nee. Setzt du jetzt die ganze Zeit Bodycheck ein? Muss ich mich denn die ganze Zeit heilen, damit du dich selber killst? Ja, alles klar. Laura? Bitte? Laura? Oh mein Gott. Ich habe dich noch gar nicht kämpfen lassen. Oh mein Gott. Ey, komm, das macht nicht so viel... Nee, macht nicht so viel Schaden. Laura, Armstoß! Oh mein Gott, Bodycheck? Ey, willst du mich verarschen? Warum bist du so schnell? Ach ja, stimmt, weil Laura so lahm ist. Ja. Ja, jetzt bitte hier angreifen. Ich finde es voll gut, dass es bei Volltreffern doppelten Schaden zurücknimmt. Das ist voll gut. Da! Nee. Oh, Alter, das verstehe ich jetzt gar nicht. Warum? Oh, muss ich heilen. Ernsthaft? Voll fies von euch. Nur tötet es. Okay, bring mich selber und es ist mir scheißegal. Mach das einfach. Es ist mir echt egal. Yay, Level 30 für Zapladin.
Das war himmlisch. Das ist schön für dich. Jetzt gehe ich wieder runter, weil du meinen Pokémon verletzt hast, Schwein. Heil mich. Heil mich. Ohne Pokémon im Face. Ohne Lichtel. Lichtel, könnten Sie sich bitte verpissen? Ich finde Sie ziemlich unhöflich. Gehen Sie weg. Danke. Okay, alles klar. Und... Oh Mann, oh. Was bist du denn? Ein Pygraulon. Pygraulon. Warum? Warum? Kämpfen, erheilen. So, haben wir das schon mal, ja? Oh, lass mich doch in Ruhe. Bitte kein Kampf, bitte kein... Oh. Voll gut. Und heilen. Heil? Was? Nicht heil, ich meine hi. Oder was soll ich sagen? Oder hello oder hallo oder... Hi. Oh nein, jetzt komme ich da... Oh. An diesem Ort finden unter anderem Pokémon, die in der einen Region trainiert wurden, ihre letzte Ruhe. Ich verstehe nicht, warum man hier eigentlich ist. In diesem Friedhof. Warum? Als Trainerin... Aline? Aline? Keine Ahnung. Irgendwie halt... Hallo, du süßes Flettiamo. Ich besiege dich einfach mal mit... Zapladin. Entwickelt sich Zapladin auch eigentlich irgendwann? Anziehung. Tja, Pech gehabt, ne? Dass beide weiblich sind. Und nicht Gedanken gut. Ich weiß nicht, was es bringt, aber bitte nicht. Nein. Bitte töte es. Yay, das ist sehr effektiv. Ohohohoho. Zapladin, du bist ganz schön cool. So, töte es. Danke. Danke. So, besiegt. Jan, ja. Hypnomorba. Alex, ich habe keinen Plan, was gerade ein Hypnomorba ist. Ich habe so keine Ahnung, was ein Hypnomorba ist. Was ist ein Hypnomorba? Das ist ein Hypnomorba. Ach, du hast immer noch das Glücksei. Und nicht, das wird nichts bringen, aber mach mal einfach. Es bringt nichts. Sorry, aber ich tausche jetzt eh das Pokémon. Und zwar zu Yoshi. Yoshi. Du. Oder was, wenn man dagegen... Oh, Finte, oh no. Oh no. Oh, bitte Luftschnitt. Oh ja, bitte in your face. Wieso ist das nicht doll effektiv? Wieso schmeichelst du mir auf mich zu schmeicheln? I don't like it. I don't. Josh kann's einfach nicht. Komm, Josh, gleich bist du tot wegen Seher. Ich glaub's nicht. Luftschnitt. Josh, danke. Kill es. Dankeschön. Dein Lebenswille ist ausgesprochen. Stark. Ich wollte irgendwie was anderes sagen. Warum sag ich zweimal irgendwie? Weil Lichtel. Lichtel, geh weg. Es grinst aber so süß und es hat nur ein Auge. Es sieht ein bisschen aus wie ein Emo. Weil wegen Kerzen-Dings da Wachs vom anderen Auge oder vielleicht hat es auch nur einen und will Pirat spielen oder weiß ich nicht. Lichtel, bitte geh weg. Ich habe gerade keine Lust auf dich. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen hart klingt, aber es ist einfach so, okay? Ich habe andere Freunde. Ich brauche immer keine Kerze mit lila Licht. Dunkelklaue ist so cool. Brauche ich aber, glaube ich, nicht. Glaube ich, weiß nicht. Vielleicht spiele ich auch mal irgendwann das neue Pokémon, wenn ich weiß, wie ich das aufnehmen kann. Dann werde ich das vielleicht wirklich mal tun. Mal sehen. Du bist im Kommen. Eigentlich voll fies. Ich im Kommen süßen kleinen Pokémons. Kleinen süßen Pokés. Wir sind oben. Da ist Geraldine. Warum sind hier oben Pokémon? Warum ist hier oben ein Lichtel? Lichtel, bitte. Hier ist Wind. Hier geht deine Kerze aus. Also geh auch weg. Oh Gott, ey. Nervig. Geraldine! Was ist los? Danke, dass du gekommen bist. Was ich davon gesehen habe, war tatsächlich ein verletztes Pokémon. Aber keine Sorge, es ist wieder in Ordnung. Ich habe ihm einen Top-Beleber gegeben und zwar nur wieder fit. Top-Beleber. Um sich in die Lüfte zu schwingen. Ich habe ganz schön scharfe Augen, was? Allerdings sollte das bei einem Piloten noch nicht anders sein. Ja, wo du schon mal hier bist, willst du nicht vielleicht einmal die Glocke erklingen lassen? Die Glocke oben im Turm des Himmels besänftigt die Seelen der Pokémon. Auch in den Herzen der Menschen halt ihr Klang wieder.
Back the Bitches, nein, Spaß, okay. Voll schön von hier oben. Was ist die Glocke des Turms, des Himmels? Lässt er sehr klingen, okay. Mein Gott. Die Glocke erfüllt die Umgebung mit ihrem wohligen Klang. So wohlig war das gar nicht. Welch lieblicher Klang. Du bist wirklich ein gütiger Mensch, Ness. Und stark bist du auch. So, dann will ich mich dir noch einmal vorstellen. Ich bin Geraldine, die Leiterin der Arena von Panaero City und ich benutze Flug-Pokémon. Wenn du soweit bist, dann komm doch bitte in meine Arena. Du bist dort herzlich willkommen. Alles klar. Alles klar. Pokémon weg hier. Wir fliegen hier weg. Yo, yo, yo. Ne, Yoshi-Boy. Ob du weiblich bist. So, da hinten, ich muss ganz kurz was trinken. Ihr kennt das ja von mir. Und es war so laut. Es tut mir leid. Mhm. Okay. Verschluckt. Ja. Guten Tag. Willkommen im Pokémon Center. Wie heißt deine Pokémon? Warum lese ich das vor? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man trinken so laut ist. Wie mache ich das denn jetzt? Ich möchte auf jeden Fall noch meinen Alex entwickeln lassen. Wie viel brauchst du denn noch? Weißt du was? Ich packe dich jetzt einfach nach vorne und wir gehen ganz kurz in die Arena. Ganz kurz in die Arena. Hahaha. So. Warum benutzt du Flug-Pokémon? Ich finde das voll kacke. Oh nein, ich kann gar nicht mit Alex kämpfen, weil... Ich mache jetzt coole Sachen, die ihr nicht erfahren dürft. So. Moment, ich hab's gleich. Hab's gleich. So, jetzt geht's los. Oh yeah, people. Everybody do the flop. Okay, nein, das war nicht lustig. Hi. Wenn du aufpasst, kannst du von mir aus auf der Landebahn spielen. Denn hier landet täglich nur eine Frachtmaschine. Ich darf spielen, danke. Mich faszinieren Flugzeuge, die eleganten, formvollendenden Gestaltungen der Maschine. Labert mich bitte nicht voll mit eurem Scheiß. Freier Fall, was ist das? Muss ich Angst haben? Interessant. Ich habe gerade irgendwie auf eine Erklärung gewartet vom Spiel. Lass mir erklären, was das ist. Oder was du bist. Wenn man schmackhaftes Gemüse züchten, muss man es im Gewächshaus aufziehen. Nährstoffzugabe, Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden automatisch geregelt. Bei einer derart effektiven Aufzucht wird das Gemüse frisch und knackig. Danke. Ja, schön, dass hier unten das Gemüsehäuslein ist. Danke dafür. Hi. Was? Oh Mann, das wollte ich gar nicht. Arena, bitte lass mich rein. So.